Leo und ich, wir sind jetzt wirklich fest eingeschweißt zusammen. Ronja ist heute nicht hier, weil sie ist in Wien beim Liveball und tritt dort zusammen mit Quincy Brown auf. Das ist der Sohn von Diddy. Genau, das ist der Sohn von P. Diddy. Und die beiden haben einen Song zusammen aufgenommen und die treten jetzt eben dort auf. Deswegen mussten wir uns heute leider ein bisschen splitten. Aber sie ist in Gedanken hier und wir sind auch in Gedanken bei ihr und drücken ihr natürlich die Daumen. Single heißt Timeless und erscheint am 1. Juni, also schon ganz bald. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, ne? Ich bin wirklich aufgeregt. Ja, und wir haben ein ganz tolles Video dazu gedreht. Es ist ein Party-Song, es ist ein Sommersong. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall den Sommer über viele Leute auf dem Dancefloor begleiten. Ja, es ist mal was ganz anderes, auch ein ganz anderes Video, wie wir je gedreht haben. Wir haben Akrobaten drin, wir machen selbst Akrobatik, kaum zu fassen, haben Dance-Break. Also es ist echt, es hat so Spaß gemacht, das Video zu drehen. Es war im Phantasialand. Ja. Jetzt sind wir hier, also es ist echt gerade eine schöne Zeit, durch die wir gehen. Come on. Let's go. This place is jumping, 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 jumping. Unser drittes Album heißt Chapter 3. Wir haben ganz viel daran mitgearbeitet. Es sind ganz viele tolle Songs drauf. Es ist wirklich danciger geworden, aber trotzdem ist es dieses Straight Pop, wie viel Queensberry bekannt ist. Dem Sound bleiben wir erhalten. Ja, es kommt am 22.06. Oh, ich kann es kaum erwarten eigentlich. Ist auch das erste Album, auf dem wir selber mitgeschrieben haben an den Songs. Und das ist natürlich dann nochmal viel persönlicher. Ja, also es war einfach eine ganz tolle Arbeit im Studio. Natürlich auch teilweise sehr stressig, weil wir wirklich wollten, dass es perfekt wird. Wir haben jetzt sehr, sehr lange darauf gewartet. Wir sind so Perfektionisten geworden mit der Weile. Und ja, jetzt ist es da, Chapter 3. Wir haben es großteils in Hamburg aufgenommen, zwei auch in L.A. Und ja, also es ist ein ganz, ganz tolles Album geworden. Wir haben ganz viel selbst mit Hand angepackt und es ist fertig mittlerweile. Also auch ganz tolle Songwriter. Also Songwriter wirklich auch aus aller Welt. Eine unserer Songwriterinnen, Michelle, hat einen Emmy gewonnen und so. Also es sind echt krasse Leute mit da drauf und wir sind ganz stolz, dass wir mit solchen Menschen auch zusammenarbeiten können. Togotour ist gute Laune pur, ne? Gute Laune pur, Sonnenschein, Kinderfestival, Spaß und alles. Da kann man, es ist was für groß und alt. Da kann man wirklich. Für die ganze Familie. Total. Eigentlich. Also, es ist wirklich ganz toll. Also, wir sind auch demnächst in Potsdam, hier in Berlin in der Nähe unterwegs. Ja. Also, im Internet könnt ihr alle Termine erfahren. Gibt es ganz viele. Also, die Tour geht echt ganz schön lange, fast den ganzen bis Sommer. Bis Ende August eigentlich, ne? Ja. Ja, den ganzen Sommer sind wir gut unterwegs. Nebenbei haben wir noch unsere eigene Tour, die heißt Candy Couture. Ja. Und da gibt es auch ein paar schöne Termine. Wir freuen uns einfach den Sommer über wieder ganz, ganz nah bei unseren Fans zu sein. Wir waren ja auch viel im Ausland unterwegs und sind jetzt endlich auch wieder in Deutschland. Und das tut echt gut, so hier zu sein. Kinder, ich liebe Kinder. Style-Tour. Wir sind heute wirklich perfekt im Synchronsprechen, ey. Kaum zu fassen. Leo ist doch unsere Choreografin, eine super Choreografin. Und ihr werdet mal einen kleinen Vorgeschmack kriegen, durch was wir alles so gehen müssen. Weil sie ist hart und herzlich. Und genau das werdet ihr auch mal zu spüren bekommen. Also Leo kann euch da selbst ein bisschen Tanzunterricht geben. Ein paar Tanzschritte beibringen von unserer Timeless-Choreografie. Und dann werdet ihr noch von Gabby und Ronja richtig toll umgestylt. Und es gibt Styling-Tipps, alles was Mädchen sich so wünschen. Das ist auch in Zusammenarbeit mit Skechers. Die haben neue Schuhe, die heißen Prima Ballerina und ja, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Sind wir auch in ganz vielen Städten und ich freue mich darauf. Ich habe schon mal eine Tanz-Workshop-Tour gemacht im Rahmen von Evan und die Chipmunks und das war einfach nur toll. Und ja, den Sommer geht es wieder ordentlich rund, aber echt, ey. Rockin' my shades, cause my future's so bright. We about to take flight, top of the world, everything is all wir haben
eigentlich schon erwähnt, dass auf unserem Album, dass du den Song hier, California Kissing, hat sie auch geschrieben mit Mark Mozart zusammen. Der ist auch bekannt wie One Night in Ibiza von der Evelyn. Das ist auch schon mal so eine Sache, die ich einfach nochmal sagen wollte. Weil ich so stolz bin auf meine Schwester Leonie. Sie schreibt wirklich so schöne Songs und ich kann mich mit jedem ihrer Songs auch selbst identifizieren. Also, das ist wirklich. Und ich bin ganz stolz, dass die Mädels meinen Song gesungen haben. Es ist wirklich hart, ne? Ja. So, dass sich sowas gerade entwickelt, so hätte ich nie gedacht, dass das mal passiert. Man kann schon verraten, also hart California Kissin' ist ein Song von unserem Album, den ich, was Gabi gerade gesagt hat, geschrieben habe. Und der Hand, also ist also, seine sie wahre hat jetzt Geschichte. Gar nicht an Paul gedacht. Ich bin so gemein. Ja, ich wollte nämlich extra den Namen nicht sagen. Ich wollte so sagen, ja, also der ist über jemanden ganz Besonderes, den habe ich über einen Jungen geschrieben und so, den ich in L.A. kennengelernt habe und dann haut sie es einfach raus. California Kissing, aber also ne? Schaut euch mal das Video von Never Is Everything an, dann werdet ihr wissen, um was es sich ein bisschen handelt. Time is, we gonna have some fun.